12. bis 18. Oktober 2007. Samstag, Sonntag, die Miss Schweiz-Wahlen hatten stattgefunden. Erst wurde Amanda Ammann, zweit Sabrina Knechtli und dritt Lauterbrunnen. In Lauterbrunnen wurde an einer überhängenden Wand eine Kamera befestigt, damit man einen Dokumentarfilm über Base Champions drehen kann. Sport, Fußball, IB gegen Juventus, 1:1. Eishockey, Ambri gegen Bern 0:1. SCL Tigers gegen Kloten Flyers, 3:5 für Flyers. Verschiedenes. In dem US-Bundesstaat Oregon wollte eine Lehrerin mit einer versteckten Waffe Unterricht geben. Sie hatte Angst vor ihrem Ex-Mann und vor einer Schießerei in der Schule. Montag, Brinzerlauf. Der 51. Brinzerlauf hatte am Sonntag stattgefunden mit 1450 Teilnehmern. Erster wurde Jörs Jenser aus Frutigen und bei den Frauen Corinne Zeller aus Weißenburg. Sport, Fußball, Schweiz gegen Österreich 3:1 für Schweiz. Irnoman WM in Hawaii. Bei den Männern erst wurde McCormack von Österreich, bei den Frauen Wellington aus Großbritannien. Letztes SMS. Nur wenige Minuten vor dem Tod der 17-jährigen Hinterkappelerin schrieb sie ein SMS an ihre Eltern, dass es ihr gut ginge. Kurze Zeit später war sie tot. Dienstag. Ein Streik der UNIA hatte für Aufruhr gesorgt. Viele Arbeiter streikten, sodass 90 Baustellen in Bern keine Arbeiter hatten. Sport. Der Gleitschirmflieger Christian Mauer möchte den Gesamtweltcup gewinnen und sogar den Weltrekord im Distanzfliegen gewinnen. Verschiedenes. Ein Tornado im Museum. Der künstlich gemachte Tornado, der 34,4 Meter hoch ist, war am Sonntag in Stuttgart aufgestiegen. Er erhielt einen Eintrag ins Guinness Wörterbuch. Er ist der höchste künstlich erzeugte Tornado. Mittwoch. Zug entgleist. Beim Nordportal des Westtunnels entgleiste Dienstag am Morgen ein Güterzug. Menschen kamen nicht zu Schaden, doch war die Strecke bis Abend gesperrt. Die Sache passierte wegen einer falsch gestellten Weiche. Sport. Bronze für die Schweiz. Bad Heustrich aus Emmental hat an der Special Olympics in Shanghai Bronze gewonnen. Verschiedenes. Das Baby, das vor 5 Wochen auf die Welt kam, ist wohlauf. Trotzdem, dass das Herz erst 8 Minuten nach der Geburt geschlagen hatte. Die Kinderärztin sagte, es sei ein Wunder, dass es noch lebe. Donnerstag. Einwanderer. Seit der Einführung der vollen Personenfreizügigkeit ist die Zahl der Ausländer in der Schweiz stark gestiegen. Auch wenn die Einwanderer sich positiv verhalten, sind bis zu 24.300 Leute in 3 Monaten ins Land gekommen. Nicolas Sarkozy. Die Gerüchte über die Trennung von Sarkozy und seiner Frau Cecilia sollen wahrscheinlich wahr sein. Das Ehepaar soll einen Scheidungsgesuch eingerichtet haben. Kinderschänder. Der sogenannte Kinderschänder Vico könnte schon bald hinter Gitter sein. Sein jüngerer Bruder sagte, dass seine Eltern ziemlich verzweifelt seien und er sich stellen sollte. Sport. Für Pascal Zuckerbühler war das Spiel gegen die USA das 50. Länderspiel. Leider wird es wahrscheinlich nicht so gut in Erinnerung bleiben, denn Schweiz hat 0:1 verloren. Und jetzt bin ich am Ende dieser Wochenschau.